dieses Mal nicht mit dem Wohnmobil. Thomas, seht ihr, wie er strahlt. Er ist total glücklich, denn er ist heute mal mit einem anderen Auto unterwegs. Genau, und zwar habe ich vor fast 10 Jahren meinen damaligen Traum verwirklichen können und habe mir einen Geländewagen, einen Pickup-Geländewagen besorgt. Und ich hatte noch einen weiteren Traum und den konnte ich mir nie erfüllen. Thomas, er soll gar nicht so viel verraten. Also ihr seht, er ist total nervös. Also ich bin total happy. Ich freue mich schon die ganze Woche auf dieses Wochenende, um einfach mal wieder mit dem Fahrzeug losfahren zu können. Weil sonst, also das ist schon mein Schmuckstück mittlerweile. Das Fahrzeug überlebt mich auch. Also es steht immer schön eingemottet in der Halle und ich will es auch nie wegtun. Und ich freue mich umso mehr, dass wir damit mal wieder los dürfen und losfahren können. Und ja. Also wir fahren auf jeden Fall jetzt Freunde besuchen. Ich freue mich auch total, denn sie ist eine Freundin von mir. Unsere Pferde standen zusammen im selben Stall. Wir reiten zusammen auf oder starten zusammen auf Distanzritte. Der Mann hat eine Firma zu Hause und die machen was ganz Besonderes, was mit Pickup, mit Van zu tun genau, hat und so weiter. Interesse an Van-Ausbau und Kabinen habt, dann bleibt aber leise. Mehr verraten wir nicht. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir sind hier bei der Firma Bibotec angekommen. Es geht um eine Absetzkabine. Ihr hattet ja schon mitbekommen, dass wir mit dem Pickup unterwegs sind. Und das war schon immer so ein kleiner Traum von mir, auf meinem Pickup so eine Absetzkabine zu bekommen. Und wir sind jetzt direkt an der Quelle. Wir haben auch noch was anderes entdeckt. Und das ist ein Offroad-tauglicher Anhänger. Der ist uns auch direkt ins Auge gefallen. Und ja, ich denke, das könnte auch für viele sehr interessant sein. Allerdings kenne ich mich mit Sonnengeschossen überhaupt nicht aus. Vielleicht kann der Firmeninhaber Max noch etwas dazu sagen. Max. Moin. Moin. Schön, dass ihr uns heute besucht. Sehr gerne. Ja, wir werden euch gleich mal ein bisschen mehr zeigen hier. Unter anderem unseren hochgeländegängigen Petrichor Camper mit einem Dachzelt, Küche, Außendusche und kompletter Stromversorgung. Da ist die Offroad-Tour gesichert. Auf jeden Fall. Und das Zentrallager aufgebaut, ja, ganz schnell. Können wir das einmal aufbauen hier vor Ort? Das bauen wir gleich einmal auf und dann gucken wir uns das an. Sehr cool. Ihr habt aber noch viel, viel mehr hier an dem schönen Standort. Ja. Also das ist jetzt die kleine Kabine, genau. Die BC140. Das ist unsere BC140 Shorty Kabine. Hier in einer besonderen Ausführung mit Weiß von außen. Normalerweise machen wir alles mit Silbermetallic. Weil wir aber mal eine neue GFK-Oberfläche ausprobieren wollten, ist das quasi unsere Versuchs- und Vorführkabine. Die ist extrem kurz, sodass die Heckklappe vom Pickup noch zugeht und man komplett frei mit einem Anhänger oder mit einem Pferdeanhänger oder sonst was das Auto weiterhin nutzen kann und trotzdem sein Bett, seine Küche und seinen Kühlschrank mit hat. Optisch perfekt gelöst. Schön, danke, ja. Ich sehe Solarplatten oben drauf. Genau, die Kabine an sich ist selbst komplett autark. Mit der Solaranlage wird die integrierte Batterie immer wieder geladen und durch die Batterie der Kühlschrank die Beleuchtung versorgt. Dann haben wir noch eine kleine Standheizung drin, die mit einem integrierten Dieseltank auch autark läuft, sodass man tatsächlich so ein Gästezimmer auf dem Hof stehen haben kann oder mal eben in einer Viertelstunde auf dem Pickup auflädt und seinen Pickup zum Wohnmobil macht. Ich denke, dass wir uns die Kabinen gleich noch einmal genau von innen anschauen müssen. Aber es gibt noch eine Nummer größer. Ja. Größer gibt es immer. Ja. Genau. Das ist unsere neue Viking-Kabine. Die wir jetzt praktisch, ja, weil viele nachfragen mit Badezimmer, wie sieht es da aus, ne, noch ein bisschen mehr autark sein, noch ein bisschen länger unterwegs sein. Daraufhin haben wir unsere große Viking-Kabine entwickelt. Hier für alle Doppelkabinen-Pickups. Wir werden sie jetzt aber auch dieses Jahr für 1,5 Kabinen auf den Markt bringen, sodass wir da gewappnet sind. Und gewichtstechnisch darf jeder am Markt befindliche Pickup, ob es Hilux, Navara, Ranger, also wir haben da ein Gewicht von ca. 550 Kilo, sodass beim Auto noch nicht mal zwingend eine Auflastung notwendig ist. Ja. Wenn man jetzt aber richtig reisefertig und mal lange was fordert und alles vollpackt, empfehlen wir immer ein Luftfahrwerk und eine Auflastung auf 3,5 Tonnen, dass man noch mal so 300 Kilo extra mitführen kann. Dann, ne? Vom Aufbau her selber bauen wir unsere Kabinen schon lange komplett holzlos. Also da ist nichts in den Wänden drin, was irgendwie quillen oder Wasser ziehen kann. Außenrum haben wir immer einen stabilen Aluminiumrahmen, den wir mit einer Ladeflächenbeschichtung gegen Kratzen und sonstige Einflüsse schützen und damit einen ziemlich stabilen Aufbau. Auch im Winter? Auch im Winter, auch mit der integrierten Dieselheizung von 6 kW haben wir da drin, mulig warm, egal ob es draußen mit minus 30 Grad
zieht oder auch im Sommer bei plus 30 Grad ist es da drinnen angenehm kühl. Durch unseren Sandwich-Aufbau haben wir da eben eine froststellenfreie Kabine. Ne? Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja, ja, entwickelt haben wir sie auch mit dem Auf- und Absetzen. Wir haben sie so entwickelt, dass am Auto praktisch die Heckklappe dran sein kann. Viele haben das immer bemängelt, wenn die Heckklappe abgebaut werden muss und weil da oft die Rückfahrkamera drin ist, hat man immer viele technische Probleme, die wir hier einfach nicht haben, weil wir die Kabine auf den Original-Pickup machen. Maximal bauen wir neue Ösen mit auf die Ladefläche, damit wir noch eine bessere Steifigkeit und Stabilität hinkriegen. Aber ansonsten ist dann das Fahrzeug so an sich alltagstauglich und innerhalb von einer Viertelstunde zum Camper umgebaut. Ne? Genial gelöst. Also wenn man wirklich im Ausland unterwegs ist, fährt einen Campingplatz an, stellt die Kabine ab, geht in die Offroad-Parcours rein oder entdeckt die weiten Welten, das ist schon richtig, so ist der Gedanke, Luxus pur. Ne? Also, wir haben ein großes Bett drin, ein großes Bad, das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Energieversorgung ist auch hier über Sonne mit dem Auto verbunden, optional, dass wir sagen, wenn das Auto läuft, wird auch die Kabine mitgeladen oder umgekehrt, wenn das Auto steht, wird durch die Sonne auch das Auto mitgeladen. Ansonsten haben wir da auch einen integrierten Dieseltank, dass wir tatsächlich nur Diesel für Wärme, warmes Wasser brauchen und Spiritus für unseren Zweiflammen-Spirituskocher, der eben auch drinnen benutzbar oder nach draußen geholt werden kann, sodass man auch da nur einen Kocher für alles hat und nicht immer noch mehr Equipment mitschleppen braucht. Also ich finde, das ist die perfekte Ergänzung zum Wohnmobil, wenn man ein bisschen Offroad-Ambitionen mitbringt. Das Schöne ist, man darf es mit dem Klasse B fahren. Ne? Genau. Also man wir sind hier unter 3,5 Tonnen. Ne? Das Alltagsauto, der Pickup, kann eben für seine normalen Zwecke genutzt werden. Und wenn es dann mal losgehen soll, dann braucht man nicht extra einen Wohnwagen, sondern man lädt das Ding auf und fährt eben mit seinem Alltagsauto los. Man braucht sich nur um ein Fahrzeug mit TÜV, mit Prüfungen, mit allen Versicherungen kümmern und hat das so ratzfatz gelöst. In der Woche mit dem Fahrzeug zur Arbeit, am Wochenende die wilden Abenteuer im Gelände leben. So. Ne, das ja, allradtechnisch dann doch noch mal ein bisschen weiterzukommen, als wie eben mit einem standardkömmlichen, zweiradgetriebenen Fahrzeug. Max, wir liebäugeln ja noch mit einer kleinen Transsilvanienreise in Rumänien. Dazu brauchen wir natürlich ein vernünftiges Gefährt und eine vernünftige Kabine. Ja. Wie einfach ist es denn, wenn wir auf einem Platz stehen bleiben, sagen, so, wir wollen heute richtig Offroad fahren, wir lassen die Kabine am Platz stehen und nehmen nur das Auto mit. Ist das technisch schnell möglich? Und wie funktioniert sowas? Also wir haben, hier bei dem Pickup speziell, haben wir hier unten auf der Ladefläche Ösen angebracht, die mit dem Rahmen verbunden sind. Und an der Kabine haben wir Fixierösen, die praktisch mit Zurgurten sind. Bei Zurgurten haben wir die Erfahrung gemacht, dass die einfach ein bisschen mitarbeiten, ein bisschen nachgeben, anstatt Spannschlösser. Daher empfehlen wir oder liefern normalerweise immer Zurgurte mit. Dann haben wir hier außen unsere entwickelte Aufnahme für die Stützen. Und die könnte man im Fahrzeug mitführen? Genau. Falls also man löst, man kann von innen Klappen lösen, eröffnen, dann löst man die vier Gurte. Haben wir hinten noch zwei Gurte, um die Heckklappe hochzuziehen, weil wir bei unserer großen Kabine die Heckklappe dran lassen können und das Auto so im Serienbetrieb bleibt. Mit diesen Gurten wird dann die Klappe unter die Kabine gehoben, sodass es Scharnier entlastet wird und das Auto nicht leidet. Das ist so der Hintergrund oder der Hintergedanke, den wir dann von Anfang an damit verfolgt haben und ganz gut gelöst wurde jetzt. Und dann haben wir in diesen Aufnahmen die Kurbelstützen, die wir meistens im Auto hinten mitbringen. Da haben wir unsere Aufnahmen für entwickelt, die sich dann praktisch hier in die Aufnahmen reinklinken lassen. Man hat hier so einen kleinen Sicherungsstift, klickt hier ein, fertig. Jetzt haben wir eine Kurbelstütze oder eine Aufnahme für einen Akkuschrauber, fährt die Kurbel ein bisschen hoch, sodass sich die Kabine von der Ladefläche abhebt. Die Gurte haben wir vorher gelöst und dann fährt man mit dem Auto raus und ist wieder frei. Könnte man denn auch übernachten, wenn das... Also wir empfehlen, wir können sie wieder runterlassen. Man kann sie eben bis zu diesem Maß über dem Fußboden lassen. Ja. Die Kabine ist so konstruiert, dass auch dann da drinnen gegangen werden kann. Wir empfehlen aber, was unterzulegen, weil es in den Stützen eben ein bisschen Bewegung gibt, dass man nicht seekrank wird, wenn man da drin schläft. Okay, aber man hört ja schon raus, dass der Auf- und Abbau wenn man geübt ist, also wir machen es in einer Viertelstunde, 20 Minuten, sag ich, wenn man dann weiß nachher, wo die Punkte sind und so, das geht dann ratzfatz. Ja. Die ersten paar Male ist es immer ein bisschen Übungssache. Die ersten Male machen wir es auch mit den Kunden zusammen hier. Gucken, zeigen, probieren einmal alles, erklären alles. Ja, und dann, wenn man dann zu Hause angekommen ist, probiert man es selber, hat hier und da noch mal eine Frage, dann kommt manchmal noch ein Anruf. Mhm. Aber dann läuft das eigentlich. Dann flutscht das. Genau. So haben wir das entwickelt. Ja. Ansonsten haben wir hier auf der Rückwand haben wir unsere Eingangsleiter fixiert. Einfach aus dem Grund,
weil hier hinten ein bisschen weniger Dreck als wie an der Seite ist und wir natürlich bei einer Außenbreite von 1,80 keine Spiegelverbreiterung brauchen und das auch so behalten wollen. Das ist so der Hintergedanke, warum wir alles an die Rückwand bringen. Dann haben wir optional den Fahrradträger, der ja, kombinierbar ist. Wir stellen auch gerne irgendwelche Sonderwünsche wie Staukisten her oder Ersatzkanisterhalter, Sandblechehalter etc. Also wir sind hier eben ziemlich fix, flexibel, was alles an Zubehör also oder Also können die harten Offroader auch einen Ersatzreifen hinten anbringen lassen. Genau, und genau. Bis zu einer Größe oder bis zu einem bestimmten Gewicht sind wir hier frei und können da eben tatsächlich viel möglich machen. Ne? Dann haben wir oft noch eine Rückfahrkamera, weil die Serienrückfahrkamera, auch wenn sie unten am Nummernschild ist, bei einigen Fabrikaten, nicht mehr wirklich... Genau, bei unserem Hilux, wenn die Klappe runter ist, sehen wir nur den Fußboden oder den Boden. Also da, so ist es hier auch. Und dann haben wir eine Rückfahrkamera, die praktisch mit einem Funkbildschirm vorne einfach bei uns über den Spiegel gehängt wird. Ein Zigarettenanzünder, sodass man auch da flexibel ist. Oder nachts, wenn man da mal irgendwo schläft, kann man den Bildschirm auch in die Kabine reinnehmen. Dann kann man auch nachts mal im Bildschirm nach hinten gucken, falls da komische Geräusche auftauchen. Das ist so, ja. Ansonsten haben wir die Verbindung Strom zum Anhänger. Also die Anhängerkupplung benutzen wir, damit wir dann die Rücklichter und die Nummernschildbeleuchtung mit Strom oder mit den Signalen versorgen. Und optional eben, je nachdem wie man es möchte, haben wir hier auch noch eine direkte Verbindung zum Fahrzeug, sodass wir die Fahrzeugbatterie oder eben die Kabinenbatterie mit der Lichtmaschine oder Solaranlage gegenseitig mitladen. Das heißt, wenn der Strom von der 100 Ampere Lithiumbatterie mal ein bisschen zu wenig wird, keine Sonne da ist, fährt man ein Stückchen weiter, dann ist die Batterie wieder voll. Auch da haben wir einen Ladebooster verbaut, sodass man da ordentlich Leistung kriegt. Dann haben wir hier noch unseren Einfüllstutzen für die Dieselheizung. Da ist ein integrierter Dieseltank, sodass wir dann von hier außen das Auto und auch die Heizung mal befüllen können. Und in so einem Fahrzeug ist eine Dieselheizung sehr wichtig. Wir haben selber gemerkt in Norwegen, uns ist das Gas ausgegangen und wir mussten eine Riesenstrecke zurücklegen, um überhaupt den passenden Gasanbieter zu finden, der unsere Adapter hatte. Das ist ein Problem in Europa, ne? Also das ist uns natürlich bekannt und das ist ein Hintergrundgedanke gewesen, dass man so möglichst wenig verschiedene Betriebsstoffe braucht, ne, für die Reise. Genau, das ist ein Riesenvorteil in dem Bereich auf jeden Fall. Ja, das sonst. Ansonsten haben wir außenrum eben diese stabilen Alukalotten drauf mit Aluwinkel, die miteinander verklebt sind und nochmal von außen abgedichtet, sodass man auch da ja, lange Ruhe hat. Also man darf auch mal an einem Waldstück langfahren und irgendwo anecken, ohne dass irgendwo... Also das hält eben Aluminium 2 mm stark, das hält einiges ab. Ne? Ja. Und selbst wenn man da jetzt so eine Ecke mal kaputt oder abfährt, lässt es sich gut wieder reparieren. Ne? Also das ist so der Hintergedanke und alles arbeitet ein bisschen mit durch diese Kalotten. Haben wir da die besten Erfahrungen gemacht. Wir haben natürlich viel probiert und auch viel getestet, bis wir gesagt haben, das ist jetzt unser System. Damit kommen wir auf den Markt. Und da sind wir jetzt seit 2012 mit diesem Kabinenbau explizit und haben da gute Erfahrungen mit. Ne? Das hört sich sehr gut an. Ich würde sagen, die Kabinen, die zeigen wir noch mal extra in einem Video, weil das ist ja doch schon ein breites Band an Zubehör und an Informationen, die da reinfließen. Wenn wir schon draußen stehen, ich sehe, du hast dir da was einfallen lassen an deinem Gelände. Genau, also da immer wieder die Frage aufkommt, wie kommen wir ins Gelände, ist sowas geländetauglich? Haben wir immer die Möglichkeit geschaffen, da wir doch viele Kunden hier direkt dann aufladen, alles Mögliche für die Auslieferung fertig machen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Offroad-Park geschaffen. Hier haben wir eben so ein kleines, ja, eine kleine Möglichkeit geschaffen, dass wir so eine Verschränkung mal zeigen. Also wenn wir hier hochfahren, dann hat man schon erstmal das Erlebnis, dass man nicht mehr vorne den Boden sieht, nur noch die Motorhaube. Und dann geht es eben runter. Manchmal, wenn wir schön viel Regen gehabt haben, dann steht da unten auch ordentlich Wasser drin, dass man sein eigenes Auto erstmal ein bisschen einsaut. Aber man erlebt gleich, okay, damit kann ich doch weit kommen. Ne? Also wir haben hier schon ein paar Meter Unterschied, dass man auch ein bisschen merkt, dass die Anhängerkupplung meistens schon eher aufkommt, als wie die Kabine irgendwie nachgibt. Wir haben ja gerade schon ein paar Aufnahmen gemacht. Da haben wir schon eine beträchtliche Schräglage gesehen, die das Fahrzeug auspendeln musste. Ja. Ist das alles noch im grünen Bereich oder ist das schon eine extreme Bedingung in dem Bereich? Also wir haben, wie gesagt, wir probieren natürlich alles selber aus. Wir fahren mal richtig über die Autobahn und auch richtig ins Gelände. Auch hier in der Umgebung haben wir einige Möglichkeiten. Und bis jetzt sind wir da noch nicht an unsere Grenzen gestoßen. Also das Auto oder an sich ein Pickup ist ja eher ein LKW als ein PKW. Und der hat schon ein vernünftiges Fahrgestell, sodass auch das Gewicht ganz unten ist. Und mit unseren Kabinen doch eine gute Kombination, dass man auch mal durch schweres Gelände durchkommt. Ne? Das sieht schon spektakulär aus, wenn man da durchkurft. Richtig. Vielleicht noch für unsere Kunden haben wir dann noch weiter geschaffen. Ein paar Stellplätze,
dass auch, wenn Kunden von weit weg kommen, hier die Möglichkeit haben, eine Übernachtung zu machen, sodass wir in Ruhe alles zeigen und besprechen können. Das wird auch immer mehr oder gerne angenommen, weil wir doch viele Kunden aus Süddeutschland haben oder aus dem Ausland, die dann gerne hier mal ein, zwei Tage auch dann da sind. Ne? Die Stellplätze sind auch großzügig angelegt da. Ja. Kann man ja auch in aller Ruhe noch eine Markise mit aufschlagen. Richtig. Also wir werden auch für unsere Kunden machen wir jährlich immer hier auch so ein kleines Treffen, sodass man so ein bisschen, ich sag mal, so ein Austausch von Informationen, von Erfahrungen mit einem bisschen Party und Erneuerungen part, sodass wir ja immer ein schönes Festival hier machen, wenn es erlaubt ist von Corona. Wir hoffen, dass der Spuk bald ein Ende hat. Ja. Wenn man hier über dein Gelände läuft, man sieht ja ein Projekt, über das nächste Projekt ansteht, ja. Also die Kabinen ist quasi ein Standbein, was wir immer stärker aufbauen. Aber generell bauen wir eben auch viel Spezialfahrzeuge. Tatsächlich hier kommt eine Kabine drauf mit einem kompletten Vollausbau, der eben auch hochgeländegängig sein wird. Also ist das hier noch die Rohkarosse und da wird hinten nochmal eben der Kasten draufgesetzt mit dem Ganzen. Genau. Hierfür bauen wir jetzt eine Kabine, die quasi auf das Fahrzeug geflanscht wird, wo dann auch eine Inneneinrichtung kommt. Auch das Fahrzeug wird noch anhängertauglich bleiben, sodass man hier tatsächlich auch die freie Wahl hat. Man kommt gut durch die Stadt, es wird eine relativ kompakte, schöne Kabine, die ja, den Offroad-Park auch vernünftig mitmacht, aber genauso eben auch die anhängertauglich noch alles gewährleistet wird. Auch in der 3,5-Tonnen-Klasse? Ja, auch in der 3,5-Tonnen-Klasse. Das ist unser Spezialgebiet. Wir bauen ja unsere Möbel und Möbelteile und Inneneinrichtungen alles selber und können dadurch extrem leicht bauen. Ne? Ja, aber das wird ja immer interessanter, ne? Ja. Mit dem Führerschein. Die jüngere Generation hat kaum andere Möglichkeiten. Also das ist die größte Nachfrage überhaupt. Ne? Ja. Bitte nicht über 3,5 Tonnen, gerade wenn das auch... Also hier ist es relativ eng alles, aber machbar. Ja, bei anderen Sachen, wenn es größer wird, dann muss man tatsächlich über die 7,5-Tonnen-Klasse reden. Dann, ne? Ja. Ansonsten haben wir aber auch Sprinter-Ausbauten oder Kastenwagen-Ausbauten. Individuell oder für Gewerbe. Also das hier ist für ein Reiseprojekt für einen Jugendträger, wo dann schwer erziehbare Jugendliche mit einem Erzieher mal losfahren und ja, die Natur, das Erlebnis, das Klettererlebnis, das Kanufahren erleben dürfen. Unser Firmentransporter dient auch manchmal als Reisemobil. Ansonsten haben wir auch immer so kleine Umbauten in Wohnmobilen, in Wohnwagen, ob es das Badezimmer oder der Tisch ist. Da muss ich noch mal eine ganz kleine Sache einbringen. Wir haben euch ja mal kennengelernt über Johanna von den Distanzritten. Mhm. Und wir kamen mit einem Allradfahrzeug an und ihr wart mit einem Sprinter da und habt euch am nächsten Morgen festgefahren, weil ihr nicht vom Hof konntet. Jetzt stehen wir hier. Ein Offroad-Fahrzeug reitet dem nächsten Fahrzeug. Also das war auch tatsächlich so ein zündender Punkt, wo ich gesagt habe, nee, wir brauchen ein Allradfahrzeug für einen Pferdeanhänger auf einer nassen Wiese, das geht so nicht mehr. Ja. Auswahl habt ihr jetzt genug. Ja, also. Ja wir haben es erweitert, ja, wir haben uns entwickelt. Ja. Ja, und dann kommen eben auch so ja, ganz normale kleine Kastenwagen, wo wir dann auch individuelle Kundenwünsche erfüllen. Also hier kommt tatsächlich ein Bett rein, eine Heckküche rein, ein kleiner Schreibtisch, weil es als Büro genutzt werden soll. Machen wir alles. Dachzelt kommt darauf, Dachgepäckträger, dass sie dann mit den Kindern losfahren können und fertig. Und das wird alles geschustert in der eigenen großen Halle? Genau, bei uns in der Firma, wir haben also seit 1990 bauen wir Fahrzeuge
Verkaufsfahrzeuge, Wohnmobile, alles aus. Also wir sind eigentlich nur im Thema Fahrzeugbau tätig. Dürfen wir mal reinschauen? Wir schauen gerne mal rein und dann gucken wir uns mal an, wie wir und was wir hier so machen. Sehr gut. Also wenn ich mir dieses Bild angucke, ich würde es am liebsten direkt aufladen und mitnehmen. Das können wir natürlich realisieren. Aktuell liegt die Lieferzeit bei so einer Kabine circa bei 6 bis 7 Monate, je nachdem. Obwohl, das wäre noch abzu... Ja, also... Ja, da fängt man an zu stottern, ne? So geht's. Und wenn also wir jetzt dann doch noch mal einen Schritt weiter gehen, dann... Das reißt schon. Dann kann man auch noch mal eben sehen, wir haben den Patrick-Cocker im Moment so ein bisschen aufgebaut hier. Was auch dann so ein individuelles Campingmobil möglich macht, ne? Also die Versorgungsküche für unterwegs. Also voll ausgestattet, ja. Mit Wasser, Küchenzeile. Wir haben da 90 Liter Frischwasser mit. Kühlschrank sehen wir da. Genau, Küchenzeile, Kochgelegenheit, sogar mit Außendusche, mit Wärmetauscher. Ja, es lässt sich eine Solaranlage anschließen, sodass man wirklich sagen kann, hier haben wir das, ja, ich sag mal, das Zentrallager machen viele, gehen damit in den Offroad-Park, sagen, jetzt stelle ich mir das Ding hin. Da gehe ich jetzt mit meinen Kindern und alles, meine Frau, Kinder, und wir sitzen dann abends zusammen, machen hier ein bisschen Party und tagsüber geht es dann ins Offroad-Gelände. Ne? Hochgeländegängig durch diese hohe Freiheit, ne, vom Boden mit einer kompletten Stromversorgung. Also ordentlich geländetauglich sieht er aus. Ja. Vorne haben wir jede Menge Stauraum auch eben schmutz- und wasserdicht, dass man auch alles Mögliche mitkriegt. Optional können wir vorne noch mit Fahrradträger, ja, Markise hier seitlich dran, ne, je nachdem. Ne? Also wir haben tatsächlich alle Möglichkeiten und können hier vieles selber auch machen. Ja, da wir hier ja auch nicht nur Möbel, sondern auch eben Edelstahl oder Alu schweißen können oder ja, ziemlich vielseitig aufgebaut sind. Ich sehe hier gerade so ein Zeichen, das ist nicht die chemische Zusammensetzung vom Adrenalin, oder? Nee, das ist das Petrichor, so wie der Hänger heißt. Okay, ist ja praktisch der Begriff, wenn Regentropfen auf ausgedörrten Boden fallen. Und dieser Geruch, der dann entsteht, den nennt man Petrichor. Das soll dieses chemische Zeichen wieder. Irgendwo hatte ich nämlich schon mal so eine. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage blöd war, aber wir lassen sie mal einfach drin. Genau. Und die Dachzelte da oben, die sind von Thielhell. Das ist auch ein relativ neuer Hersteller. Ein junges Pärchen, die eben jahrelang selbst in Australien oder in Norwegen, in Schweden unterwegs waren. Dachzelte zu Genüge getestet haben und für sich selber ja, die kleinen störenden Faktor aufgeschrieben haben und sich diese Zelte selber entwickelt haben. Und da haben wir so eine Partnerschaft entwickelt und werden dieses Jahr mit diesen Zelten, mit dem Partner Thielhell zusammen hier bei uns den Aufbau bzw. den Vertrieb auch mit übernehmen. So ein Anhänger in dem Konzept habe ich vorher noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also der Anhänger an sich, wie gesagt, die werden gefertigt für uns, das ist hier für heißes Wasser. Hier ist noch ausklappbar ein komplettes Duschzelt, dass man dann auch hier für sich dann Sichtschutz hat, ob Toilette reinstellen oder eben duschen. Auch hier habe ich geduscht im Februar letzten Jahres bei knappen 2 Grad. Herrlich. Aber mal ehrlich, wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist und hat den Anhänger hinter, im Gelände, den merkt man wahrscheinlich gar nicht, oder? Also der Anhänger ja wiegt 600 Kilo. Ne? Also der kann knapp eine Tonne wiegen. Wir haben ordentlich Zuladung und 650 Kilo, ja, das merkt man sowieso nicht. Und eine Tonne kann auch fast jedes Fahrzeug ziehen, ne? Also was... Ja. Anhänger tauglich ist. Ich meine, klar, wenn man ein bisschen ab von der Straße will, dann wird die Anhängelast wahrscheinlich eher das kleinste Problem sein. Genau. Sei denn, man will wirklich mit dem Suzuki Jimny auf Tour. Ja, obwohl es da wahrscheinlich auch keine Probleme gibt. Der funktioniert auch noch, genau. Interessant, interessant. Mhm. Wir haben viele Familien, ne? Die haben dann meinetwegen Offroad-Bus. Darf ich mal reinschauen? Ja, gerne. Würdest du einmal die Kamera übergeben? Hier oben könnte man sich das ganz schön gemütlich machen. Ja, das geht. Strom hat man hier oben nicht, um Handy zu laden, oder? Nee, wir haben aber Klappen, wir können von unten nach oben durchlegen. Ne? Hier unten ist die Stromversorgung und da kann man sich eben eine USB-Steckdose nach oben reinlegen ins Zelt. Genauso wie auch eine Außenheizung, also eine Dieselstandheizung in einem Alukoffer, dass man sich die warme Luftzufuhr auch ins Zelt reinlegt. Das heißt, man kann unterwegs die Kamera laden, das Handy laden und ist weiter mobil. Wenn man unterwegs ist, ja sowieso. Wir haben hier in der Seite ja unsere Energieversorgung und hier sind eben auch die Steckdosen, USB-Steckdosen und die Schalter alles drin, womit man eben die gesamte Versorgung steuert hier. So ist der ganze Urlaub gesichert. Ja, dann kann das Abenteuer starten.
haben wir gerne Familien, die sonst mit dem Bus unterwegs sind. Und wenn sie dann 2, 3 Kinder dann mit haben, dann gibt es meistens die Frage, gut, Kinder ins Dachzelt. Bei sowas wollen sie natürlich auch ins Dachzelt. Ja. Und die Eltern schlafen schön im Bus. Ne? Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also es gefällt mir wirklich gut. Schön, ja. Damit. Ja, ansonsten, dann gucken wir gleich mal rein. Dann zeige ich euch mal, wie wir quasi unsere Möbel und auch alles andere zeigen oder bauen und herstellen. Ja, hier sind wir bei uns in den Heiligen Hallen. Ich sehe schon ein neues Werbeschild. Genau, wir sind gerade dabei, unsere Außenwerbung alles noch ein bisschen zu erneuern, beziehungsweise außen ja sowieso mit den Stellplätzen, ja, mit ein bisschen Beleuchtung außen, mit unseren Offroad-Möglichkeiten und auch die Camping- und Übernachtungsstellplätze. Und da fehlt uns natürlich noch eine vernünftige Außenwerbung. Da wir lange gesucht haben, wer uns sowas vernünftig baut und mir das alles nicht gefallen hat, sind wir jetzt dabei und bauen das selber, da wir die Möglichkeiten hier haben. Ja. Wenn man selber das Talent und die Möglichkeiten hat, perfekter kann man es eigentlich nicht machen. Nee. Machen so lassen, wird es, ne? So wie wir das oder wie mir das vorschwebt. Und ich kann mich selber nachher dann dafür bestrafen, wenn es nicht so wird. Ne? Ja, ansonsten ist es so, dass wir tatsächlich von Möbel, Platten bis hin zu Alu mit allen möglichen hier selber zuschneiden. Ja, selber beschichten mit einer hochwertigen HPL-Beschichtung. Das läuft dann hier immer so weiter. Da haben wir unser ganzes HPL-Regal mit den unterschiedlichsten Dekoren, wo wir natürlich dann immer ein bisschen mit rumspielen und tricksen. Da sind schon die nächsten Hängeschränke für die nächsten Viking-Kabinen, die ja, ab Mitte nächste Woche loslegen, wo wir dann hier wieder die Halle voll haben, weil irgendwelche Kabinen gebaut werden dann. Da hinten haben wir unsere CNC-Maschine, auf die dann natürlich dann der Zuschnitt bzw. die, ja, die spätere Zusammenbau, Lamellos, Dübel, alles eingefräst und gebohrt werden. So dass wir auch da mit unseren CNC- und CAD-Programmen immer ja, versuchen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und eine hohe Genauigkeit für alles beibehalten. Dann, ne? Und wenn wir dann hier soweit beschichtet zugeschnitten haben, hier und hier, geht es dann zum Bekannten, wo wir dann eben alle unsere Möbelstücke vernünftig umlaufen, einen Umleimer anfahren, dass es komplett feuchtigkeitsgeschlossen ist und langlebig bleibt. Und dann kommen unsere Möbel, die Zusammenbau hier an den Werkplätzen. Ne? Wir machen viel mit Aluminium. Auch die Trägerplatten, das ist alles eigentlich eher für den gewerblichen Bereich, da wir eben viel in den Verkaufsfahrzeugsektor oder Schaustellersektor bauen. Und die bringen wir jetzt natürlich auch in die Wohnmobile oder in die Absitzkabinen. Ne? Ja, dann werden hier Stück für Stück die Möbel zusammengebaut und vorne geht es dann wieder in die große Halle, wo wir dann in den Einbau für die Kabinen wiederkommen. Ne? Also das ist der Kreislauf, der läuft hier immer so, dass man hier die Möbel zusammenbaut. Und wenn sie dann hier fertig stehen und fertig zum Einbau sind, dann gehen wir rüber in die Halle, wo dann die Endmontage stattfindet. Und dann kommt so ein schönes Konzept dabei raus, wie wir gerade gesehen haben. Dann, genau, dann bauen wir, egal ob es der Transporterausbau ist oder die Kabine oder ob wir den Patrick-Hörkämmer, ob da ein Zelt aufgebaut wird, da sind wir ziemlich flexibel und schlagfertig hier. Ja. Um das Video nicht zu sprengen von der Zeit, würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut und gehen gleich intensiv auf die einzelnen Kabinen ein. Mhm. Schaut gerne die folgenden Videos an, wenn wir sie soweit bearbeitet und geschnitten haben. Danke. Super. Für uns gab es hier gerade noch lecker Kuchen. Mhm. Und beim Kuchenessen ist uns was aufgefallen. Max, was ist das da oben? Ja, das war mal ein Winter, wo wir ja mal wenig zu tun hatten. Und dann haben wir uns gedacht, wir bauen uns mal eine halbautomatische Bolzenschleuder, mit der wir hier eine Art Wettkampf gemacht haben. Wie beim Luftgewehrschießen haben wir dann mit 14 cm langen Holzdübeln auf eine Zielscheibe geschossen. Wie hast du das Ding gerade genannt? Die Biber-Bolzenschleuder. Die Biber-Bolzenschleuder. Ja, wir sind da recht flexibel und können hier doch ziemlich breit alles irgendwie, was wir uns vorstellen also können. Also habt ihr ein breites Band, die Kabinen zum Reisen, die Biber-Bolzenschleuder zum Verteidigen der Kabine. Zum Verteidigen der Kabine, genau. Voll ausgestattet hier. Genau, doch. Und Motorradfahren tun wir viel, deswegen haben wir überall die Helme liegen. Wir sind recht viel auch ja, mit hier Motorrad. Die Bierzapfanlage hier, also hier ist das in Schuss. Wären so. Wir doch mal mit dem Wohnmobil gekommen, dann hätten wir hier noch ein paar Stunden heute Abend verbringen können. So. Das machen wir beim nächsten Mal. Sehr gerne.